Die SGL Group schockiert mit einem Gewinneinbruch. Das Geschäft mit Carbonfasern und Verbundwerkstoffen ließ den Gewinn 2012 um 90% auf 7,2 Millionen Euro einbrechen. Damit war der Einbruch deutlich höher ausgefallen als von Experten erwartet. Grund waren Abschreibungen wegen Verzögerungen in der Luft- und Windenergieindustrie. Der Umsatz legte um 11% auf 1,7 Milliarden Euro zu und blieb im Rahmen der Erwartungen. Aktionäre sollen eine Dividende von 20 Cent erhalten. SGL Group erwartet auch 2013 noch keine Trendwende im Carbonfasergeschäft. Hugo Boss will 2013 weiter wachsen. Umsatz und EBITDA sollen im hohen einstelligen Bereich zulegen. Das Wachstum soll durch den Ausbau der eigenen Läden erzeugt werden. Hugo Boss plant 2013, 50 neue Läden zu eröffnen und die Zahl der Filialen so weltweit auf rund 900 zu erhöhen. Übernahmen sind ebenfalls möglich. Ein Großteil der Investitionen soll aber in die Renovierung bestehender Läden fließen. 2012 hatte Hugo Boss das beste Geschäftsjahr in der Firmengeschichte verbucht. Die Dividende soll um 8% auf 3,12 Euro steigen. Manz zeigt sich trotz eines schwierigen Geschäftsjahres 2012 optimistisch. Der Umsatz ist um 23,5% auf 184 Millionen Euro gesunken. Das EBIT sank allerdings auf etwa minus 31 Millionen Euro nach einem positiven Ergebnis von 3,1 Millionen Euro im Vorjahr. Vor allem einmalige Sondereffekte im Solargeschäft belasteten die Bilanz. Der Geschäftsbereich Display und Battery verzeichnete allerdings deutliche Zuwachsraten. Den Auftragsbestand bewertet Manz erfreulich und ist zuversichtlich, dass es 2013 wieder bergauf geht.